Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Vor über 2 Monaten habe ich mein erstes richtiges Video hier hochgeladen und ich konnte mir einen Eindruck darüber machen, wie YouTube 2015 funktioniert. Und es wird jetzt, finde ich, mal Zeit für ein Real Talk. Was ist gut an YouTube und was ist eher schlecht an YouTube? Und was könnte man vielleicht sogar besser machen? Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Fangen wir mit den negativen Dingen an auf YouTube. Und zwar wird für uns kleine YouTuber viel zu wenig gemacht. Man findet immer dieselben Leute auf der ersten Seite und auch immer ähnliche oder dieselben Themen. Und das finde ich sehr schade. Ich finde, es sollte zumindest eine kleine Rubrik geben für Newcomer wie uns oder für kleinere Kanäle, damit man auch mal gesehen wird und vielleicht mal auch mal auf der Seite 1 ist und vielleicht auch ein Kanal dadurch mehr Abonnenten bekommt oder vielleicht mal ein Video, was besonders gut geraten ist, vielleicht auch mal mehr Klicks bekommt. Das wäre eine gute Idee. Was haltet ihr davon? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich verstehe auch nicht, warum YouTube da nichts macht. Also komisch irgendwie. Des Weiteren finde ich es total schade, dass man es mit normalem Content es sehr schwer hat auf YouTube. Ich weiß, dass ich zu 100% mehr Klicks hätte, wenn ich auf Chatroulette setzen würde oder irgendwelche YouTuber beleidigen würde oder sexuelle Themen in den Headlines hätte, in der Überschrift und welche krassen Themen reinschreiben würde und eventuell sogar irgendwie eine nackte Frau auf dem Thumbnail abbilden würde und dann würden dann die ganzen Leute raufklicken. Und das wäre dann wahrscheinlich von den Klickzahlen wesentlich erfolgreicher, als wenn ich normal das Video mache. Und das finde ich ziemlich schade und ich verstehe auch nicht den Hype hinter diesem Chatroulette. Das ist irgendwie auf der Seite 1 ziemlich oft vertreten, auch gerade von diesen großen YouTubern. Und ich verstehe das nicht, weil die haben doch schon genug Klicks und Abonnenten und werden auf so eine Scheiße eigentlich nicht angewiesen. Und ich verstehe echt nicht den Hype dahinter. Und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare unten rein. Und sagt eure Meinung darüber. Also ich finde es sehr schade, dass sowas gehypt wird und normale Videos und wie auf der Seite 1 wenig stattfinden. Was meint ihr dazu? Ich finde es auch schade, dass der Hass auf YouTube große Wellen schlägt und nicht nur größere YouTuber betrifft, sondern auch immer mehr die kleineren YouTuber. Und der Dislike-Button anscheinend nur noch dafür verwendet wird, aus Langeweile oder weil man den Typen im Video nicht mag und gar nicht mehr als Feedback dient, ob das Video jetzt gut oder schlecht ist. Es gibt so viele coole Kanäle und gute Videos, die ich in den letzten Wochen gesehen habe, die massenhaft Dislikes haben. Und ich finde, das kann nicht der Sinn sein hinter diesem Button. Und ich finde, der hat seine Funktion leider verloren und sollte vielleicht sogar abgeschafft werden, wenn man als YouTuber überhaupt kein Feedback mehr dadurch hat, wenn dieser Button gedrückt wird, weil man meistens davon ausgehen muss, dass man den bekommen hat, wenn man nicht gemocht wurde oder weil jemand langweilig war. Und das finde ich ziemlich schade. Kommen wir zu den positiven Dingen auf YouTube und die überwiegen bei weitem. Es macht riesigen Spaß, kreativ zu sein und Videos hochzuladen. Und ich ärgere mich, um ehrlich zu sein, wirklich, dass ich nicht schon viel früher damit angefangen habe. Es macht einfach riesigen Spaß und ich kann jedem empfehlen, mit YouTube anzufangen. Also falls du gerade überlegst, fang sofort an, mach den Kanal, kauf dir eine Kamera und leg los und hab einfach Spaß dran, YouTube-Videos zu produzieren. Das mit Abstand Beste an YouTube ist wirklich die Community. Zu sehen, wie man mehr Abos bekommt, mehr Kommentare, mehr Likes und der gegenseitige Support, der macht einfach Spaß. Und das ist einfach eine coole Geschichte, wenn man sich gegenseitig Feedback abholt und zu sehen, wie auch andere Kanäle arbeiten, sich vielleicht sowas abzugucken, zusammenzuarbeiten, Kooperationen zu planen, sich gegenseitig auszutauschen und einfach Spaß am gemeinsamen Hobby zu haben und eine Art Verbindung von vornherein zu haben, weil man ja dasselbe Ziel verfolgt, nämlich Videos zu produzieren und Spaß dran zu haben. Und damit hätte ich am Anfang gar nicht gerechnet, auch gerade, dass es so viele gute Kanäle gibt und kleinere Kanäle und auch immer mehr dazukommen, die wirklich gute Sachen abliefern und qualitativ wirklich sehr gut sind und sich von den großen Kanälen kaum unterscheiden. Von daher war ich echt positiv überrascht. Das ist auf jeden Fall mit Abstand das Coolste, dass die Community immer mehr wächst und auch Freundschaften entstehen. Und ich kann jedem empfehlen, damit anzufangen und loszulegen und mit YouTube zu starten. Das war's auch schon mit meinem Pro und Contra Video YouTube 2015. Ein kleiner Real Talk wieder mal von mir. Und ich hoffe, ihr hattet dabei Spaß. Falls ja, gebt doch den Daumen nach oben. Schreibt in den Kommis eure Meinung. Und lasst gerne ein Abo da. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.